Ey, irgendjemand wirft hier auch Bälle rum. Er will mich maximal disrespecten. Bist du ein 31er? Er nickt mit dem Kopf. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines. Create a code für den Ripe. I Crimex OG. Ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier und heute ist noch wieder eine weitere Episode von 31er hat den Sieg in Fortnite Battle Royale und heute auf jeden Fall die Rasselbande mit dabei und zwar die Monkeys von SU. Heute auf jeden Fall wirklich Full Lobby mit 16 Leuten. Ich habe auf jeden Fall mal wieder mega Bock auf 31er hat den Sieg. Verprügt den Like-Button, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Wir sind auf der Road to 2 Millionen Abos und was mir gerade aufgefallen ist, Leute, hier bei mir im Item-Shop, nach 2 Wochen geht ja der Code immer raus. Ganz wichtig, Leute, als Code iCrimexOG im Item-Shop eintragen. Ihr wisst Bescheid. So, iCrimex sagt, alle mal hier vor der Mauer aufstellen. Kurz noch iCrimex sagt, dein Gefühlszeit, ihr wisst Bescheid. Also Leute, kommen wir erstmal ganz kurz zum Erklärungspart. Wir spielen heute 31er Hide and Seek. Es ist sehr ähnlich wie das normale Hide and Seek. Oh, okay, warte, Bruder, ich lass dich nicht hängen. Keine Sorge. Yeah, okay. Es ist ziemlich ähnlich wie das normale Hide and Seek, nur in diesem Fall ist es so angenommen, wenn ich einen von euch finde, dann habt ihr die Möglichkeit, einen anderen zu verraten, aber nur, wenn ihr wirklich wisst, wo der andere ist. Wenn ihr es schafft, den anderen zu verraten und ich den auch wirklich dann killen kann, dann könnt ihr damit euer Leben verschonen. Aber ihr seid halt ein 31er, müsst ihr für euch wissen, ob ihr quasi in Schande weiterlebt oder in Ehre stirbt, ja. Für den Gewinner bedeutet es, der Gewinner bekommt einen Platz in meiner Freundschaftsliste. Ich glaube, damit sollten die Regeln klar sein. Und in diesem Sinne würde ich sagen, 3, 2, 1, versteckt euch, ihr habt 1 Minute Zeit. Let's go! Okay, ich stelle mich mal hier so an den Rand der Map, damit ich auch gar nichts sehen kann. Ich habe echt schon lange keinen 31er Hide and Seek mehr gemacht, Leute. Zeigt es mir mit einem Like, wenn ihr wieder mehr davon sehen wollt. Ich habe richtig Bock drauf. Und morgen kommt auf jeden Fall auch noch eine sehr, sehr krasse GTA-Mod, Leute. Und zwar Dubai-Mod, Leute. Da könnt ihr wirklich gespannt sein. Aber jetzt erstmal hier back in Fortnite. So, der Timer läuft. Ich würde sagen, wir warten hier bis 3 Stunden, 46 Minuten und 40 Sekunden ist, glaube ich, dann genau 1 Minute Zeit hatten die Paulberger. Ach ja, by the way, mein Timer ist auf 15 Minuten gesetzt. Also ich habe 15 Minuten Zeit, um alle zu finden. Wir spielen das Ganze hier auf so einer fetten, modernen Mega-Villa. Also übelst nice Karte. 3, 5, 8, 10. Ich kann nicht zählen. Okay, let's go. Ich komme. So, wir gehen jetzt auf die Map. Und ich habe hier direkt bei mir in der Nähe auch schon ein paar Paulberger-Stätten gehört. Bestimmt der eine oder andere will mich hier trollen, weil das ist... Ah ja, Digga. Okay, wir haben schon mal den ersten gefunden. Wie ist dein Name? Hallo, Robotermädchen? Ich bin Stace. Okay, Stace. Du hattest auf jeden Fall ein scheiß Versteck. Willst du dich retten? Ich verrate ihn hier. Er ist weg. Okay, Stace. Versteck dich nochmal neu. Ja, GG, Jungs. Okay, hier. Officer. Ja, Soldat. Willst du in Ehre sterben? Oder nee. In Schande weiterleben? Willst du jemanden snitchen? Ich hab schon genug Ehre. Ich petze. Du petzt? Okay, ja. Okay, wen willst du petzen? Ich meine, ich habe jemanden gesehen. Ja, du musst aber auch genau wissen, jetzt wenn du jetzt hier, ich zähle mal jetzt bis 10 runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, da oben ist einer, da oben ist einer. Also ich sag mal nochmal Glück gehabt, hau ab Soldat, versteck dich. So, hier, No Skin, runterkommen. Willst du jemanden verraten? Bist du ein 31er? Er nickt mit dem Kopf. Okay, dann zeig mir. Aber wie gesagt, nicht jetzt hier lang rumführen. Auch für dich gilt wieder der Countdown. Ah, ja, hier ist ja direkt der Nächste. Okay, hau ab. Hier, Golfermädchen. Yeah. Los, zeig mir. Am besten, ihr könnt natürlich bei mir... Hier oh, hinten. Lol. Oh, lol, die habe ich gar nicht gesehen. Okay, die war krass. Golfermädchen, hau ab. Du darfst dein Leben retten. Okay. Und eigentlich wollte ich jetzt den nächsten, den ich finde, mal abknallen. Aber weil das versteckt, weil das so gut war da hinten, so dunkel in der Ecke, würde ich sagen, hier, Elite-Agentin. Willst du dein Leben retten? Willst du jemanden snitchen? Ja, ich. Okay. Ja, mache ich. Du bist also ein 31er, okay. Zeig mir. Wohin? Wohin? Was sollte das hier hochspringen? Nein, warte. Herkommen. Sorry, aber das dauert mir zu lang hier. Über die halbe Map kann ich auch selbst laufen. Also so. Da haben wir schon mal einen ausgemacht. Das Ding ist halt, Leute, ihr dürft da nicht denken, dass ihr irgendwie von mir Zeit bekommt, jemanden für mich zu finden. So, ne? Also wenn, dürft ihr mir verraten, wo jemand ist, wenn ihr es wisst. Aber hier über die Map suchen kann ich selbst. So, okay, ich glaube hier der Außenbereich. Es gibt hier halt echt viele Lücken in diesen Büschen.
Ich schau nochmal kurz. Ey, habt ihr auf die Zeit wie viel ist von meiner Zeit weg? Ich glaube 4 Minuten schon. Oh Gott, ich muss mich mal ein bisschen beeilen, oder? 4 Minuten, kann das sein? Jetzt noch 11 Minuten? Also, sorry, aber Golfermädchen, für das Versteck, gefunden hatte ich dich schon mal, deswegen eine dritte Chance gibt's nicht. Bei mir gibt's, bei Officer Crimes gibt's maximal eine zweite Chance. Okay, wir gehen jetzt mal in das Haus rein. Wir sagen einfach, ich habe noch, sagen wir mal, 11 Minuten 30, damit wir genau bei 32 quasi enden. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal unten an, rein von der Logik her, damit wir genau wissen. Okay, wir sind jetzt hier in der Garage. Ist hier jemand? Okay, hier in der Garage bei dem... Oh mein Gott! Oh mein Gott, dass hier sich drin keiner versteckt hat. Oh mein Gott, es geht so... Oh mein... Also, ich habe hier gerade dieses anders geisteskranke Versteck gefunden. Aber da war sogar niemand drin. Holy moly, das war ein krankes Versteck. 2 Leute habe ich schon rausgemacht. Hey, lol. Es gibt hier wirklich krasse Verstecke. Okay, weißt du, wo jemand ist? Entmute dich mal. Wer bist du? Ja, hier genau da vor mir ist jemand. Genau vor dir? Wie? Ja, genau hier. In dieser Ding drin? Ja, genau da drin. Lol, okay. Du darfst dich neu verstecken. Okay, das war gut, dass er dich verraten hat. So, willst du auch noch jemanden? Weißt du, wo jemand ist? Ganz ehrlich, Bro, ich sterbe in Ehre. Okay, finde ich auch ehrenhaft. Monkey Situron stirbt in Ehre. So, okay. Wir machen das jetzt anders. Entweder müsst ihr mir direkt den genauen Ort verraten oder raus. Weil das bringt ja nichts, wenn ich euch hier immer ein paar Sekunden hinterherlaufe. Das kostet mich zu viel Zeit. Okay, wir sind hier auf der Toilette. Oh, hallo. Wen haben wir denn hier gefunden? Ja, wie? Kill mich bitte. Ich habe schon genug gesnitcht. Okay. Ehrenmann, der sagt so, er hat schon genug Leute gesnitcht. Jetzt kann er in Rente gehen. Okay, nice. So, den haben wir auch schon mal. Jetzt, also ich glaube hier das Erdgeschoss haben wir abgesucht. Ich werde mal nach oben gehen. So, oh. Ist aber auch echt eine nice Villa. Also ich will auch mal so eine dicke Villa haben. Benutze auf jeden Fall den Creator-Code AcramixOG, ihr wisst Bescheid. echt nice Haus. Ey, schauen wir mal hier. Oha, was ein Baba-Schlafzimmer. Holy moly. Warte, hier könnte jemand drin sein, ist aber keiner drin. Ist hier einer drin? Lol, ey, also es gibt hier wirklich so heftige Fall. Oha! Hier einmal rauskommen aus dem Kamin, den habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Der passt ja auch nicht der Umgebung. Wie ist dein Name? Oh, okay, da hat er mir schon einen verraten. Okay, versteck dich neu, hau ab. Hier, du einmal rauskommen. Mädchen aus dem Kamin raus. So. Wie ist dein Name? Aprex. Weißt du, wo jemand versteckt ist? Nein, leider nicht. Okay, Aprex. Er stirbt in Ehre. Aber es war trotzdem ein nice Versteck. Ich glaube, ich hätte dich sogar nicht gefunden, hätte der andere dich gesnitcht. Aber deswegen spielen wir heute einen 30er Hide and Seek. Okay. Oh, okay. Oh, Alter, das ist ja eine richtig nice Hide and Seek Map. Hier gibt es ja auch nochmal ein Versteck. Aber hier ist niemand. Okay. 10 Leute müssten sich jetzt noch auf der Map verstecken, wenn mich nicht alles täuscht. Bin hier noch gar nicht richtig fertig. Oh, geheimer Raum. Aber hier ist keiner. Ey, also die besten Verstecke, wenn ich ehrlich bin, war bis jetzt niemand drin. Die krassesten Verstecke eigentlich. Wo ich immer dachte, okay, jetzt safe muss hier ein Paul Berger drin sitzen. Ey, irgendjemand wirft hier auch Bälle rum. Er will mich maximal disrespekten. Oh. Okay, wir schauen mal hier im Poolbereich. Haben wir noch gar nicht geschaut. Aha. Aber warte mal, da oben kann man doch auch irgendwo rein. Ey, es gibt ja so heftige Verstecke hier. In diese ganzen Büsche. Lol, oh mein Gott. Okay, die muss ich absuchen. Was ist da los? Okay. Ich höre Steps hier. Was ist das? Warum höre ich hier Steps? Ey, das ist aber auch wirklich eine schwere Hide and Seek Map. Okay, hier könnten sich auch noch Paul Berger versteckt haben. Oh mein Gott, okay, Robotermädchen rauskommen. Wie ist dein Name? Ich habe keine Zeit. Stace. Okay, schon wieder Stace. Weißt du, wo jemand ist? Ja. Wo?
Hier drinnen im Wasserfall. Oh lol, okay, versteck dich wieder. Ich geh wieder. Stay ist der richtige 31er. Hier aus dem Wasserfall rauskommen. Er hat schon so viele Leute verraten. Rauskomm aus dem Wasserfall. Wie heißt du? Dion. Weißt du, wo jemand sitzt? Ja. Nicht zeigen, stopp. Erklär mir, wo? Hier. Ach, vor mir. Wie, vor dir? Ich glaube ich. Ja, wo denn? Im Gebüsch. Hier im Gebüsch. Ja, wo denn hier? Okay, sorry, Bruder, aber keine Zeit, um hier von Fake... Oh, lol, okay. Einmal rauskommen hier, Weihnachtsskin, lol, okay, habe ich noch gar nicht gesehen. Wie ist dein Name? Itachi, okay. Weißt du, wo man versteckt ist? Nee, ich sterb lieber in Ehre. Okay, auch akzeptiere ich, in Ehre zu sterben. Hauptsache, ich krieg hier die Kills. 8 Paul Berger muss ich noch finden und ich habe nur noch 4 Minuten Zeit. Oh Gott. Ihr seid gut, ihr seid wirklich gut. Ich lauf hier nochmal um die ganze... Das Problem ist, ich darf nicht unterschätzen, hier in diese Büsche können auch Leute drin sitzen. Ey! Hallo. Für das Versteck, für das Versteck, da war ich schon dreimal drin gewesen, direkt beide weg. So, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss jetzt, wenn ich jetzt finde, wird jetzt direkt abgeknallt. Vor allem schon wieder hier den Stace gefunden, Alter. Der hätte doch safe wieder schon jemanden verraten. Der 31er, Junge. So, okay. Wir gehen wieder ins Haus rein. Ich glaube, den Außenbereich, also ich wüsste nicht, wo ich da noch nicht richtig geschaut habe. Ich schaue nochmal hier. Vielleicht haben es ja hier nochmal neue Paul Berger versteckt, an Orten, wo ich vielleicht auch schon mal war. Aber es muss ja jetzt immer noch 6 Leute geben, die ich noch nicht gefunden habe. Holy moly, können die Leute, die ich noch nicht gefunden habe, einfach mal kurz was sagen? Max! SU! Ich muss SU Moin. Finden! Wenn ich SU nicht finde, kann ich heute Nacht nicht schlafen. Okay, also es sind... Moin. Du warst schon neben mir 10-mal! Oha, jetzt hört auf, mich hier zu mobben, Leute. Irgendjemand wirft hier auch die ganze Zeit Bälle auf mich. Das ist wahrscheinlich der SU, der kleine Paul Berger, ne? Ich denke keine. Vor allem nicht Sue, sondern SU bist du. Digga, such mich erstmal, dann reden wir weiter. Ich könnte mir. Okay. Ihr müsst. Okay, ich habe nur noch 2 Minuten Zeit. Bitte Tipps. Ist jemand im Haus drin noch? Ich sag dir, du hast vorhin schon Tipps gegeben, wo ich sein könnte. Und genau dort hast du mich gerade nicht gefunden. Also, du hast selber gesagt, da könnte jemand drin sein, aber da hast du nicht genau geguckt. In den Büschen. Du hast 2 Leute neben mir gefunden und ich war in diesem. Ich war da dort neben. Ja, was ist das denn? LOL! Du warst gerade bei mir, wollte ich mal sagen. Digga, ich hab jetzt gerade bei dir. Hä? Du bist bei mir. Hä? Ey, okay, jetzt hört auf, mich zu verarschen jetzt hier. Ja, mach was und ich kann es dir sagen. Okay, also es ist wirklich hart, ich finde hier gerade keinen mehr, aber ich suche. Sollen weiter. Wir dir ein paar Bonusminuten geben? Okay, ich nehme die Bonusminuten an. Ich will die. Das kann doch nicht sein. Ich nehme dir noch 3 weitere Bonusminuten. Digga, okay? Es kann doch nicht sein, dass noch 6 Leute fehlen. Ah, hier jemand drin, ne? Oh mein so Gott. Das ist aber auch ein richtig böses Versteck, weil man sieht's nicht. Ich muss wirklich testen, ob ich da irgendwie dagegen jemand laufe. Und dann wusste ich, okay. So, SU habe ich gefunden. Ich kann heute Nacht schlafen. Das ist schon mal gut. Oh Gott. Okay, wir sagen, ich habe jetzt noch bis 30 Zeit. Ich laufe immer nur an die gleichen Orte. Ist jemand auf Palmen hier? Vielleicht auf den Bäumen? Ich weiß es nicht. Oh. Vielleicht ist jemand auf dem Dach? Lol, Trick 17. So kommt man also aufs Dach. Oh mein Gott, okay. Warum ist keiner auf dem Dach? Okay, ich habe nur noch 1,5 Minuten Zeit. Oha, was ist das für ein Versteck? Ja, hier, du kannst hier in die ganzen Blumentöpfe auch rein, hab ich gemerkt. LOL! Okay, hier kann man nicht rein. Zack, Sefcat, weg mit dir. Wie gesagt, Leute, ich habe keine Zeit, deswegen mache ich jetzt hier nicht mehr diese Befragung. Ich will jetzt einfach nur noch Leute finden und weghauen. Okay, also es sind wirklich... Ich glaube, warte mal, hier im Pool. Das sieht hier, dieser Rand sieht hier so verdächtig aus. Hier vielleicht. Aha! Nein, ey, hör auf auszuweichen! Hallo, ey! Okay, er schindet Zeit. So, nicht mit mir hier. Lackerfool. Zack, okay, das heißt jetzt noch 3 Leute, oder? 3 Leute müssen jetzt noch am Start sein.
Drei Leute. Komm, du kriegst für jeden nochmal eine Bonusminute. Crime ist nur noch eineinhalb Minuten. Nee, eine halbe Minute nur noch. Nur noch eine halbe Minute. Ich muss noch mal ins Haus. Ich muss noch mal ins Haus. Ich glaube, im Haus habe ich noch irgendwas übersehen. Okay, gib mir mal Tipps. Die Leute, die jetzt noch am Start sind, die drei. Seid ihr im Haus drin? Ja oder nein? Nein. Ja. Okay, einer ist ja. Tatsächlich... Oha, zwei von drei sind noch im Haus. Oh Gott. Okay, noch mal ein Tipp. Oben oder unten? Ich bin... Das wäre jetzt zu viel. Das wäre zu viel, okay. Alles gut. Ey, es kann... Wenn du einen findest, dann schnitzel ich. Okay. Ah. Ich kann auch einen schnitzen. LOL! Ich habe gerade das krankste Versteck EU West entdeckt. Und da war einfach niemand drin. Es gibt der Tipp, ich bin in einem Versteck, da wo du noch nicht warst. Okay, das ist ja schon mal ein nicer Tipp. Du musst aber nah an ihm. Du musst nah an ihm. Ich befinde mich hinten im Garten. Ey, gib keine Tipps. Also, es tut mir leid, die Leute... Okay, Leute, wisst ihr was? Ich gebe auf. Einmal bitte, geil. Der Typ... Jawohl. Wir drei haben schon gewonnen. Ihr drei habt also gewonnen, ja. Einmal bitte der Typ im Haus rauskommen. Wo bist du? Wo warst du? Ich bin rausgekommen. Bist du unten? Ah ja, okay. Zeig mal, wo du bist. Zeig mal, wo du warst. Also, ich glaube, du warst gar nicht mal hier drin, denn das ist doch zu OP. Hä, ich war da drin, Bruder. Ich war da drin. Und dann hier, du warst ja, drin. Ja, und dann auch hier hinten. Ja, aber dann warst du aber noch nicht von Anfang an hier drin, weil ich war hier relativ am Anfang. Ach so. Hast ja nochmal neu versteckt. Ja, okay, gut. Hätte schon mal meine alten Verstecke absuchen müssen. Gut, dann die nächsten zwei, die im Garten sind. Wo bist du denn? Warte, ich komme jetzt gerade rausgelaufen vom Haus in den Garten. Also das interessiert mich jetzt wirklich. Ich komme hinter dir, Aquamix. Also mal. Pass auf, hier rechts und links von dir, links von dir. Ach irgendwie ja, so. Gut, pass mal auf. Wo warst du? Ich sag, das Versteck ist zu krass. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das 3000 IQ Versteck. Ja, ich muss hier erstmal irgendwie nach oben. Ah, ja, ich kann nicht fallen. Pass mal auf. Hier hoch. Dann hier hoch. Und dann auf den... Auf dem Baum? Du warst im Baum drin? Baum war ich? Ja, ich war auf dem Baum. Nein. Oh. Pass mal auf. Ich war nicht im Baum. Pass mal auf. Ich war hier im Busch. Oha, Bruder. Ich hab dich schon dreimal am Teich stehen sehen. Krass, Digga. Okay, und auf Baum bin ich auch nicht raufgekommen. Und der andere war im Versteck, wo ich schon mal war. Okay, aber egal, Jungs. Trotzdem sehr, sehr gut. Ich würde sagen, jetzt am Ende, ich will mal noch eine Sache ausprobieren. Und zwar, ihr alle gegen mich. Noch eine Runde. Und zwar habt ihr aber alle nur, sagen wir, 2 Minuten Zeit, um mich zu finden. Okay? Also wir machen jetzt mal kurz umdrehen. Und dann würde ich sagen, let's go. Okay, Jungs, ich bin versteckt. Okay, Leute, auf geht's. Ich bin versteckt. Ab jetzt 2 Minuten. Crimex. Let's go. Das heißt, bis 22:40 habt ihr Zeit. Jungs, verteilt euch. Und die Person, die ihn findet, ruft direkt rein. Bin so gespannt, ob ich jemanden finde. Wir versammeln uns. Oh Gott. Ich werde mal alle Büsche abchecken. Ihr müsst die Büsche nicht abchecken. Ich check alle Büsche ab. Oh nein, SU. Wir werden dich finden. 15 Leute suchen dich. Oh Gott. Okay, er ist in keinem Busch. Glaube ich zumindest. Nein, ich wurde gefunden. Busch. Oh, was? Warum hier gespielt werden? Oh, Lackerfuhl hat mich gefunden. Okay, schade. Okay, das ging schnell. Schade. Hey, Crimex. Ja? Weil ich dich gefunden habe, könnte ich auch jetzt eine Frage. Jeder hat dich beobachtet und da hast du gesagt, das ist das beste Versteck. Ja, gut. Das war richtig klar. Mann. Okay, das war nicht so. Kriege ich jetzt auch deine Freundschaft, weil ich dich gefunden habe? Ja, du kriegst auch Freundschaft. Aber Leute, in diesem Sinne würde ich jetzt erstmal sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Verprügt den Like-Button, abonniert meinen Kanal. Danke auch an SU und seine Rasselbande fürs Mitmachen. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crimex.
Moment.